Moin Leute, willkommen zurück bei XCOM. Sehr schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir haben noch ein paar Beförderungen offen. Ginny zum Beispiel wurde zum Captain befördert. Und ja, sie ist ja eine Unterstützungseinheit. Entweder könnten wir jetzt dich in Rauch nehmen oder diese Stimulantien, die die Willenskraft und die kritische Trefferchance erhöhen. Nee, dich da Rauch. Ja. So, Saishia wurde ebenfalls befördert zum Sergeant, auch sie ist Unterstützung. Könnte jetzt entweder mehrere Granaten benutzen, also die Rauchgranate öfter benutzen, oder aber 3 Medikits pro Gefecht. Ja, da fällt mir die Wahl nicht so schwer, das bekommt sie auf jeden Fall. Frank wurde auch zum Sergeant befördert, nice one. Deckungsfeuer, er schießt eine Salve ab, die das Ziel niederhält. Na, finde ich nicht so geil. Oder aber nah und persönlich. Ah ja, genau, da würde der erste Standardschuss wieder mal nicht den Zug kosten. Und das ist sehr schön. Haben wir beim letzten Mal ja gesehen, das hat Eva doch ziemlich gut gemacht. Und wir haben mit Tanvi Kapoor eine neue Sturmsoldatin. Die bekommt natürlich Sturm und Schuss. Toll, bringt mir irgendwie so wirklich gar nichts. Aber wir können eine Mechtoiden-Autopsie machen oder so. Und die machen wir einfach mal sofort, denn die ist ja sofort fertig, wie wir ja wissen, ne? Es ist uns leider nur gelungen, das Kernstück des Anzugs zu bergen, obwohl auch die Leiche des Piloten unversehrt blieb. Die Konzeption des Ganzen erscheint mir sehr interessant. Eine äußerst gelungene Mischung aus hoher Flexibilität und außergewöhnlicher Festigkeit. Ja, wenn du das sagst, Projekt verbesserte Servomotoren in der Gießerei verfügbar und geformte Rüstung in der Gießerei verfügbar. So, sehr gut. Alles klar. Cyberanzüge können jetzt SHIVs bekommen. Okay, und wir haben die geformten Rüstungen. Ja, wir bleiben trotzdem erstmal wieder beim leichten Plasmagewehr, wie immer. Meine Güte, ey, das dauert aber auch, bis wir hier mal ein bisschen vorankommen mit der Forschung. So, Einsatzleitung. Wir würden gerne weitere Aktivitäten scannen. Was ist jetzt schon wieder los? Was zum Teufel? What the hell? Im ganzen Hauptquartier schalten sich die internen Systeme ab. Oh, was ist denn jetzt los hier? Scheiße, Leute, werden wir angegriffen oder was? Alarmstufe rot. Ich wiederhole. Ja. Das sind die Aliens, Leute. Sie greifen uns an. Das ist neu. Was haben Sie getan? Antworten Sie! Sir, Sensoren melden Bewegung bei der äußeren Umgrenzung. Es wurde mehrfach Alarm ausgelöst. Sie sind hier drin. Oh, Scheiße. Fuck you. Ehrlich, es gibt jetzt Angriffsmissionen der Aliens. Na okay, wir haben ihre Basis angegriffen. Sie greifen verflucht nochmal unsere Basis an. Feindverbände sind in das Hauptquartier von XCOM eingedrungen und erhalten Verstärkung. Wir müssen die Basis um jeden Preis verteidigen. Wenn wir sie nicht halten, ist jede Hoffnung auf einen Sieg dahin. Einsatz starten, Leute! Abschnitt Delta, Ihr Bericht. Abschnitt Delta, berichten Sie. Endlich. Abschnitt Delta, sieht so aus, als ob Ihr Notstromaggregat wieder läuft und... Da ist Ginny. Delta, wer immer da angreift... Saishia ist da unten. Wir haben an allen Ecken Eindringlingsalarm. Es scheinen Flieger durch die Höhle beim hinteren Wachposten zu kommen. Schweber. Außerdem zeigen unsere Wärmesensoren massive Feindbewegungen in den Belüftungsschächten über Ihnen an. Wer immer unser internes Sicherheitssystem knacken konnte, er hat die Schließanlage für die Tore lahmgelegt, die sie vom Rest der Basis trennen. Sobald wir die Tore wieder öffnen können, schicken wir Verstärkung. Aber das kann dauern. Die größte Gefahr scheint momentan von den Belüftungsschächten über ihnen auszugehen. Behalten Sie sie im Auge. Oh, Scheiße. Abschnitt Delta, Sie müssen die Stellung halten. Das Schicksal von XCOM hängt von Ihnen ab. Okay, Leute, wir haben hier Ginny. Wir haben hier Saishia. Wir haben hier Lucky Mac Headshot. Und hier oben
haben wir Hans Bohr. Wer auch immer Hans Bohr ist. Verstärkung derzeit nicht verfügbar. Was ist denn Hans Bohr für einer? In Ordnung, Kommander. Das ist irgend so ein Knecht, der hier arbeitet, glaube ich. Na gut, dann geh auf Feldposten. Also, von hier können welche kommen, wurde gesagt. Wir müssen uns jetzt irgendwie so positionieren, dass wir hier eine Chance haben, uns zu verteidigen. Ginny zum Beispiel könnte... Nee, das ist Saishia. Sie geht mal hier vorne hin. Was ist das für eine Scheißkamera? Geht hier auf Feldposten. Ach, da ist noch einer. Kannst mal sehen, den habe ich erst gar nicht gesehen. Der soll, nein... Hier, hallo, hier vorne, hallo. Nee, was soll denn hier draußen? Das bringt ja gar nichts. Könnte aber hier runtergehen. Okay, dann spurte mal dahin. Mir doch egal, was das für Knechte sind, ey. Könnt von mir aus draufgehen. Ginny. Du musst hier vorne zu Saishia kommen. Okay. So. Feldpostin und Lucky Mac Headshot. Du musst auf jeden Fall zum Team. Deswegen spurtest du mal einfach hier vorne hin. Boah, jetzt bin ich aber echt gespannt, was passiert. Okay. Da kommen sie. Nein! Warum denn direkt Chrysaliden? Boah, sauber. Weggeballert den alten Typen, ey. Weggebumst. Wow. Moin. Wie geht's dir denn heute? Und, oh Mann, und noch so einer. Und dann noch ein Chrysalid. Was zur Hölle? Wie soll ich das denn schaffen? Die Verstärkung steht bereit, Commander. Ah. Die schlechte Nachricht ist, dass durch das Öffnen der Tore die Notstromakkus entladen wurden. Es wird eine Weile dauern, bis wir genug Saft für einen neuen Versuch haben. Okay. Was ist mit dem Neuling? Der kann ja mal gar nichts. Na toll. Prost Mahlzeit. Also, Lucky Mac Headshot, du stehst ja mal richtig gut. Schieß den Typen mal eben an. Das hat gesessen. Immer noch nicht die bessere Waffe. Ärgert mich ein bisschen. So, den Typen würde ich auf jeden Fall gerne down kriegen. So, Ginny. 99%ige Trefferchance. Vielleicht kann sie ihn sogar schon killen. Nein, ein Schaden noch. Halt, warte, warte, warte. Der Noob hier. Geh mal da vorne hin. Oh shit, da ist der Alien-Obertyp. 78%, ja komm, der muss er wohl treffen, ne? Nice one, okay. Haben wir den ersten Mech schon mal platt gemacht von denen. So, der hier sieht den Sektoiden hier vorne mit 4 Schaden. Warte mal, kriegen wir dich noch ein bisschen näher ran? Ja, könnten wir theoretisch schaffen, indem du hier hingehst. Hast du jetzt höhere Chance? 75, na komm, das muss reichen, bitte. Ja! Ziel erledigt. Okay, wer kam zur Verstärkung? Frank the Tank ist hier mit am Start. Dann. Irgendwelche Knechte. Irgendwelche Knechte. Ehrlich, was soll ich denn mit irgendwelchen Knechten? Okay. Wie machen wir denn das jetzt? Ach, der sieht den sogar schon. 67%, warte mal. Nee, 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 das machen wir anders. Frank kommt auf jeden Fall nah genug ran, um denen nachher den Rest zu geben. Du gehst hier vorne in die Deckung. 86%. Wow. Nice. Okay, warte. Das bedeutet für mich, Frank, komm mal her. Du gehst jetzt hier vorne ran und schießt den alten Kerl hier über den Haufen. Der Schuss ist nämlich jetzt für dich kostenlos durch das neue Upgrade, was du bekommen hast. So muss es sein. Sehr gut. Und dann lädst du direkt deine Waffe nach. Sicher ist sicher. So, hier ist noch so ein Knecht, der geht hier vorne hin. Und geht auf Feldposten. So, Saishia ist noch da. Also hier draußen ist noch dieser Alien-Typ. Deswegen geht Saishia jetzt hier in die Deckung. Und lädt ihre Waffe... Nein, 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 sie geht auf Feldposten, falls der Typ hier rausgerannt kommt. Ach, da oben ist auch noch einer. Den sieht Saishia jetzt aber, ne? Daneben. Falls er sich noch weiter bewegt, darf sie aber nochmal schießen. Und er bewegt sich noch weiter. Saishia
Hat noch einen Schuss, schießt aber nochmal daneben. Scheiße. Okay, es ist nur ein Sektoid, Leute, muss man sich immer sagen. Und der wird wahrscheinlich auf Lucky McHeadshot schießen mit 2 Schaden. Okay, ist in Ordnung. Nicht so wild. So, Ginny, wen sieht sie denn jetzt? 73 auf den da oben. Okay. Sie muss auf jeden Fall nachladen. So, vielleicht sieht er den aber auch. 45%. Mal schauen. Vielleicht hat er Glück. Nein, natürlich hat er kein Glück. Oder sie. Es ist ja eine sie. Ist ja ein Vibe. Hans Bohr. Wir gehen mal da vorne hin. Und 45%ige Trefferchance auch. Auch er schießt daneben. Scheiße. So, Frank the Tank. Der sollte mal probieren, irgendwie zum Team zu kommen, würde ich ja fast sagen. Spurtet hier vorne hin. Oh, er sieht den sogar. Warte mal, das bedeutet, kann der hier irgendwo hoch? Ja, der könnte sich da hinstellen, hätte dann aber keine Deckung. Dann lieber da vorne hin. Und von hier wieder mit 45% wahrscheinlich. Ne, 51, ein bisschen höher als die anderen. Reicht aber auch nicht. Oh Mann. Ziel nicht getroffen. Okay, und wo könnte sie jetzt hin? Wenn sie hier hingeht, könnte sie sogar getroffen werden. Nee, das ist doch scheiße. Dann spurtet sie lieber hier vorne hin. Nee, das ist ein R, okay? Oh ja, Owen Roberts, okay? Oh, warte mal, wen sieht er denn? Ach, den da oben kann er sogar sehen, okay? Lucky, was hast du für eine Chance? 51. Ja, irgendjemand musste ja mal treffen, ne? So, und er muss jetzt nachladen. Passt aber sehr gut. Kann er gerne machen. So, Genie. Hier ist irgendwo noch der Oberalien. Das ist echt scheiße. Okay, Genie sputet da vorne hin. Da fühle ich mich einigermaßen sicher. So, da kommt der Alien jetzt wahrscheinlich, wa? Na, der Knecht hört ihn schon. Okay, wir laden aber hier erstmal nach. Lucky hat nachgeladen. Sie hat auch nachgeladen. Schau mal hier um die Ecke, Saishia. Okay, sie sieht ihn nicht. Geht sie hier auf Feldposten. Amina sieht den auch nicht. Geht auch auf Feldposten. So, Leutnant Bohr. Nee, Hans Bohr. Gar nichts ist er, Leutnant. Von wegen. Wäre ja wohl gern. Frank the Tank. Frank, unser Nahkampfspezialist. Der rennt jetzt mal schön hier vorne hin. Ich könnte mir vorstellen, dass hier die nächste Verstärkung rauskommt. So, die beiden Neulinge hier noch. Roberts. Geh mal hier oben hin. Hast du immerhin einen Höhenvorteil. Lucky McHeadshot. Was machen wir mit dir? Spurte mal dahin. So. Und hier haben wir auch noch wen. Die könnte hier vorne mal hinspurten. So, ein paar Einheiten nach da oben positionieren. Warum eigentlich nicht? Mal schauen, ob der Typ sich jetzt zeigt. Aktivitäten im Belüftungssystem in der Nähe der Mech-Station. Welche Mech-Station? Wir haben gar keine Mech-Station. Hören Sie das? Da ist er! Da ist er! Okay, er übernimmt den Knecht von uns. Aber warum durften wir jetzt keinen Reflexschuss machen? Das ist mir ein Rätsel. Chrysalin, scheiße. Sektuin, nicht so wild. Okay, ich würde sagen, Saishia. Ach, jetzt sieht sie den auf einmal. Saishia geht hier hin. Jetzt ist er auf Feldposten gegen mich. Oh, aber zum Glück ist die blind wie sonst was. Komplett daneben gezimmert, ey. So, den Alien haben wir jetzt eine 75%ige Trefferchance. Sehr gut, auch noch kritisch getroffen.
Jetzt brauchen wir aber noch jemanden, der hier treffen kann. Wie weit kommt sie denn? Okay, sie würde bis hier vorne kommen. Das reicht mir, um den Alien dann den Gar auszumachen. 100%ige Trefferchance. Der Alien-Anführer ist tot. Wie auch immer sie gerade geschossen hat. Ich weiß es nicht, Leute. Gut. Lucky, du gehst jetzt hier hin. Und gehst auf Feldposten. Leutnant Bohr. Ich weiß nicht, warum ich den Leutnant nenne immer. Chrysaliden. Frank, geh mal hier vorne hin. Und geh dann auf Feldposten notfalls. So, die sind hier hier drüben runtergekommen. Da habe ich schon ein bisschen Panik um meine Neulinge. Auch wenn die jetzt nicht so toll sind. Da ist er, genau. Auch wenn die jetzt nicht so toll sind, will ich nicht unbedingt, dass sie draufgehen. So, und Sergeant Roberts. Ich weiß, er ist auch kein Sergeant. Geht da unten hin. Kann dann sogar noch auf Feldposten gehen, Leute. Das machen wir auch noch. Und dann bin ich gespannt, wo der Chrysalid hingeht. Na, doch nicht noch mehr. Möglich, dass ihre Bodentruppen dort nicht hinkommen und sie es daher aus der Luft versuchen müssen. Da ist der Chrysalid. Aber unsere Leute schießen mal wieder überall hin, außer in die Aliens rein. Und auch Frank sieht den, wird aber grandios daneben schießen. Scheiße, ey. So. Ach, er hier oben. Und er trifft sogar, siehst du wohl. 3 Schaden, immerhin. Ich glaube, Lucky dürfte gleich auch noch einen Schuss haben, ne? Ja, Lucky hat auch noch einen Schuss. Aber er trifft nicht. Hätte ich mich jetzt auch gewundert, wenn Lucky mal irgendwas getroffen hätte. So, der darf immerhin keinen Angriff mehr machen. Sehr nice. So, was kommt da jetzt runter? Schweber, okay. 2 Schweber. Kann ich erstmal mit leben. Wir können uns kein Bild von oh, und eine Cyberdisk, scheiße. So 2 Cyberdisks. Ich wiederhole. Scheiße. Okay, eine Drohne. Okay, hier hauen wir auf jeden Fall ab, Leute. So, allerdings werden wir das erst beim nächsten Mal machen. Die Folge ist schon wieder 15 Minuten lang. Ich bedanke mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Und ich sage einfach mal, wir sehen uns morgen wieder hier bei XCOM Enemy Within. Mach's gut. Ciao.